Herzlich willkommen, Krypto-Freunde. In diesem Video möchte ich euch gerne mal drei NFT-Projekte vorstellen, die ihr gratis minten könnt. Man muss nicht immer extrem viel Geld ausgeben für einen NFT. Es gibt tatsächlich auch immer mehr Gratis-Mints. Wenn es gratis ist, warum sollten wir es da nicht mitnehmen? Man weiß ja nicht, was hier noch kommt. Vielleicht kann man die Gratis-NFTs später mal für Geld auf OpenSea verkaufen. Falls du neu bist auf meinem YouTube-Kanal und keine Krypto-Videos mehr verpassen möchtest über NFTs, Play-to-Earn-Games, Move to Earn, aber auch allgemein Crypto News, dann lass mir sehr gerne ein Abo da. Du unterstützt mich und meinen YouTube-Kanal damit sehr. Aber ich würde sagen, schauen wir uns die Projekte doch mal an. Ihr könnt jetzt hier direkt schon mal sehen, ich bin auf Twitter unterwegs. Und zwar fangen wir mit Glumas an. Glumas wird ein NFT-Projekt sein, das auf der Ethereum-Blockchain laufen wird. Ihr könnt jetzt hier schon mal sehen, dass diese NFTs so aussehen wie so Zwerge. Hier ist jetzt auch schon mal so ein Bild zu sehen mit Freemint. Es gibt jetzt hier zwar schon direkt eine Webseite, allerdings steht hier noch Coming Soon, also hier ist jetzt noch nichts weiter drauf. Wenn wir mal auf der Twitter-Seite so ein bisschen durchschauen, dann können wir hier direkt auch schon mal sehen, dass der NFT-Mint hier scheinbar im frühen Juli stattfinden wird, also nächsten Monat. Und hier finden jetzt schon auf Twitter immer wieder mal so Whitelist-Events statt. Beispielsweise muss man hier einfach nur so Beiträge retweeten, drei Freunde taggen und dem Projekt folgen. Und das kann es tatsächlich auch schon sein, wenn ihr hier so einen Whitelist-Platz gewinnt. Dann seid ihr sicher dabei und könnt gratis so ein Glumas NFT minten. Mal schauen, was jetzt hier noch auf der Webseite kommt. Hier wird dann das Projekt sehr wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen genauer beschrieben. Aber wir halten auf jeden Fall fest, Glumas, das können wir schon mal notieren. Hier wird es auf jeden Fall einen Free Mint geben. Das nächste Projekt auf der Liste nennt sich Lil Chimps. Auch bei Lil Chimps gibt es eigentlich rein theoretisch schon eine Webseite. Auch hier ist noch nichts weiter zu sehen. Dieses Projekt soll hier scheinbar noch im Juni kommen. Wir haben jetzt hier gerade 37.000 Follower auf Twitter. Und bei diesem Projekt sollte man hier schon direkt seine Ethereum-Adresse eingeben. Wir können uns das mal anschauen, wie das aussieht. Also die ganzen Leute, die hier eben so einen Freemint ergattern möchten, die schreiben jetzt hier eben schon ihre Ethereum-Adresse rein. Ihr braucht euch hier auch keine Sorgen machen, wenn ihr eure Adresse hier reinsendet. Da kann erstmal nichts passieren. Also ihr könnt ja sehen auf jeden Fall, dass schon sehr, sehr viele Leute hier dran teilnehmen. Klar, wenn es was Gratis gibt, dann sind die Leute immer sofort dabei. Man weiß ja immer nicht, wie groß der Hype hier noch wird von irgendwas. Vielleicht entsteht hier noch irgendwas Größeres. Dann ist man vielleicht froh, dass man dabei gewesen ist. Für den kleineren Geldbeutel ist es sowieso eine super Sache, wenn man einfach mal auch nicht direkt immer gleich Geld ausgeben muss. Das ist natürlich jedem selber überlassen. Der eine sagt vielleicht, nein, ich will hier keine Projekte retweeten, ohne irgendwas Genaues jetzt damit zu tun zu haben. Aber wie gesagt, es ist for free und ich möchte euch einfach gerne mal vorstellen. Letztendlich ist es natürlich euch überlassen, ob ihr hier dran teilnehmen möchtet oder eben nicht. Aber Fakt, ihr müsst auf jeden Fall kein Geld dafür bezahlen. Das letzte Projekt auf der Liste nennt sich Fuyaki. Fuyaki wird auch ein Freemint-Projekt sein. Auch hier gibt es zum Beispiel 7000 Freemints. Und hier ist dasselbe Prinzip. Freemint Raffle is finally here, wird jetzt hier geschrieben. Also auch hier sollte man retweeten, liken und anschließend mit Done kommentieren. Auch dadurch hat man dann eben die Möglichkeit, hier so einen Whitelist-Platz zu ergattern. Und ihr könnt auch hier schon sehen an den Zahlen, dass hier einiges los ist. Also natürlich haben hier einige Interesse daran. Diese NFTs schauen auch meiner Meinung nach am hochwertigsten aus. Also schon echt nicht schlecht aus. Und wie gesagt, wenn die gratis sind, was spricht dagegen? Vielleicht kann man es später mal ja eben für Geld verkaufen. Das wollte ich euch eben ganz kurz mal vorstellen in diesem Video. Also verpasst diese drei Gratis-Mints nicht, wenn euch das interessiert. Wenn ihr auch mal was umsonst bekommen möchtet. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.